Guten Abend. 9 Milliarden Menschen werden im Jahr 2050 auf unserer Erde leben und 2/3 davon werden in Städten wohnen. Doch wie sollen diese Menschen ernährt werden? Ein junges Unternehmen aus Oberwart hat hierzu eine Antwort entwickelt. Gemüseanbau im großen Stil, ohne Garten, ohne Sonne, ohne Erde, einfach in Gebäuden. Eine neu entwickelte Technologie macht's möglich. Kurt Krenn durfte heute einen Blick in die abgeschirmte Forschungsanlage werfen. Das ist sie, die Indoor-Farming-Versuchsanlage in Oberwart. Nach außen völlig abgeschirmt, Hygiene steht an oberster Stelle. Der Mundschutz gehört hier zur Arbeitskleidung. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern wird eine neue Technologie für den Gemüseanbau in Gebäuden getestet. Wir versuchen hier, die idealen Klimabedingungen für unsere Pflanzen herauszufinden, die wir als nächstes auf den Markt bringen wollen. Wir haben dazu eine Technik entwickelt oder weiterentwickelt, die es schon länger auf den Markt gibt. Das nennt sich Aeroponik, wo die Pflanzen im Prinzip in der Luft hängen, die Pflanzenwurzeln hängen frei herum und wir werden mit einem Sprühnebel aus Wasser und Nährstoffen versorgt. Dazu hat Phytonic ein Verfahren entwickelt, das die Produktionskosten enorm reduziert. Derzeit werden 5 verschiedene Pflanzen getestet: Wasabi, Zucchini, Erdbeeren, Kartoffeln und Knoblauch. Die Produktion soll nachhaltig erfolgen. Die herkömmliche Landwirtschaft verbraucht rund 60% des weltweiten Frischwasserbedarfs, verursacht rund 31% der relevanten Klimaemissionen. Es gibt Länder, in denen ist Wasser kontaminiert, die Luft verschmutzt, Boden kontaminiert. Genau für diese Länder ist unser Konzept die richtige Lösung. Wir sparen 95% an Wasser, produzieren vollkommen pestizidfrei. Das Pflanzenforschungsteam besteht aktuell aus 12 Mitarbeitern, allesamt Experten aus der Region. Wir wollen keine Konkurrenz zur herkömmlichen Landwirtschaft sein. Das heißt, wir wählen unsere Sorten, unsere Produktionsstätten so aus, dass wir Importraten minimieren bzw. außerhalb der Saison regional produzieren. Während die Forschungen im Labor noch laufen, gibt es bereits Pläne für die erste Wasabi-Produktionsstätte in Oberwart. Warum Wasabi? Wasabi ist die schwerst zu kultivierende Pflanze der Welt. Sie kommt ursprünglich aus dem Fernen Osten und der Ferne Osten kann diese Pflanze, den Bedarf an dieser Pflanze nicht decken. Nachgefragt wird sie in der Kulinarik, aber auch in der Medizin. Rund 11 Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. Neben Eigenmitteln und Förderungen werden noch Investoren gesucht. Mit dem Bau der Wasabi-Produktionsstätte in Oberwart wird noch heuer begonnen. Verschiedene Länder interessieren sich bereits für die Ideen des innovativen Unternehmens im Südburgenland. Mittelfristig sollen Technik und Know-how weltweit exportiert werden.